Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Bei Turbine Potsdam hieß es in dieser Woche wieder: Augen auf und bitte lächeln. Das alljährliche Fotoshooting vor Saisonbeginn stand auf dem Programm. Eine willkommene Abwechslung für die Spielerinnen im harten Trainingsalltag und die Gelegenheit natürlich, das neue schicke Trikot der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wie gewohnt durften die Turbinen wieder Farbe, Form und Schnitt selbst aussuchen. Das dauert immer ein bisschen, es sind doch einige Frauen und Mode, das ist nicht so einfach. Aber wir haben dann abgestimmt und dann war doch relativ einstimmig, dass wir uns für das hier entschieden haben. Und ich glaube, es sieht auch ganz gut aus. Das war schon sehr schnell und sehr, waren wir uns auch schnell einig. Ja, ich denke, alle sind damit jetzt so zufrieden. Na, das ist doch die Hauptsache. Im nachtblauen Gewand wollen die Turbinen also in der kommenden Saison auf Punkte- und Torejagd gehen. Das wird nach dem Abgang gestandener Spielerinnen nicht ganz so einfach. Umso mehr kommt es jetzt auf die erfahrenen Turbinen im Team, wie WM-Fahrerin Johanna Elsig oder Sarah Saatzazin an. Aber ich denke, es müssen auch ein paar Jüngere jetzt einfach den nächsten Schritt gehen, mehr Verantwortung übernehmen, von dem es wird nicht nur an uns liegen, sondern es werden neue Rollen gefüllt werden und das machen sie bisher super und deshalb freue ich mich schon, wenn dann die Meisterschaft endlich losgeht. Anna Gaspar zum Beispiel ist in der vergangenen Saison auf der rechten Seite zur Stammspielerin gereift. Für die kommende hat sie sich hohe Ziele gesteckt. Es hat mich sehr gefreut, dass ich letzte Saison auch so einen Schritt gemacht habe. Das merkt man ja auch selber, wenn man sich so weiterentwickelt. Und ich möchte jetzt diese Saison halt den nächsten Schritt gehen, möchte jetzt für die Jüngeren quasi denen helfen, dass sie das auch schaffen, diesen Schritt gehen zu können als Führungsspielerin. Und klar ist mein Ziel dann, dass ich mich diese Saison in die Nationalmannschaft spiele. Auch im Tor steht nach dem Abgang von Lisa Schmitz Richtung Frankreich ein Wachwechsel an. Vanessa Fischer hat hier alle Chancen, die neue Nummer 1 im Turbinetor zu werden. Ich denke, ich bin jetzt lang genug hier in der ersten Mannschaft dabei, dass ich viel mitnehmen konnte, viel lernen durfte. Und ich würde jetzt definitiv sagen, dass ich mich dafür bereit fühle und irgendwie auch lang genug darauf hingearbeitet habe, das jetzt erreicht zu haben. Routine, Ehrgeiz, Talent und jede Menge jugendliche Unbekümmertheit. Der Mix bei Turbine stimmt. Für das Trainerteam kommt es jetzt darauf an, in den letzten Wochen vor dem Saisonstart den Feinschliff anzusetzen. Wenn wir das Spiel nehmen gegen Rosengart, in der Offensive hat schon einiges gepasst, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Aber auch in der ersten Halbzeit hat man schon gute Ansätze gesehen. Aber wir müssen ganz klar steigern, noch in der Defensive, und daran werden wir jetzt in den nächsten Wochen auch arbeiten. Für die Turbinen geht es jetzt ins Trainingslager nach Österreich. Und das wird bestimmt kein Erholungstrip. Bis zum Saisonstart in Frankfurt stehen noch einige Trainingspunkte auf dem Programm. Und doch, für Sarah Saatzazin zumindest, hat es ein bisschen was von Heimaturlaub. Also zu Hause ist es doch am schönsten. Von dem her Österreich ist ein super Land und wir haben dort Top-Qualität, Top-Umstände und auch einen super Platz. Von dem her freue ich mich schon sehr.